So, da geht's weiter bei Let's Play Mass Effect. Ja, Leute, und ihr werdet es kaum glauben. Wir sind, glaube ich, fast durch auf der Citadel. Ja, ist das nicht fantastisch? Denn... Oh, Entschuldigung, das lag an meinem Controller. Der hat nämlich so eine kleine Macke an der L2-Taste. Manchmal bleibt die gedrückt, weil er ist, glaube ich, zu oft durch den Raum geflogen. Naja. In dem letzten Part, den wir gemacht haben, haben wir, glaube ich, hier Tali Sora Naraya, ja, rekrutiert für uns, denn sie hat kritische Beweise gegen Saren, der ja immer noch unter Verdacht steht, und hat uns etwas oder hat uns so ein Audiomaterial besorgt, wo auch etwas von einer Röhre besprochen wurde. Und diese Beweise, die wir haben, wollen wir jetzt natürlich dem Rat vorlegen. Das heißt, unser nächstes Hauptziel ist wieder der Citadel-Turm, um mit dem Rat zu labern. Aber wir haben noch, ich glaube, eine Nebenmission. Ups, nein, das war falsch. Nicht der Kodex, sondern Tagebuch. Genau, nämlich Citadel, der Wunsch der Reporterin. Wenn ihr euch erinnert, vor sehr vielen Parts haben wir mal Emily Wong getroffen, eine Reporterin, die uns gebeten hat, Ausschau zu halten nach irgendwelchen interessanten Geschichten hier auf der Citadel. Und nachdem wir Koras Nest, diese Bar gesäubert haben und Fist getötet haben, oder beziehungsweise hier, Rex hat ja Fist getötet, haben wir ja eine OSD von ihm aufgenommen und die können wir ihr bringen. Wir haben... Oh Gott! Es tut mir wirklich leid. Aber manchmal hängt der hier. Vielleicht muss ich den mal aufschrauben. Ich weiß es nicht. Und der werden wir ihr bringen. Wir haben hier aber auch noch Ansicht des Nebels. Was passiert denn hier? Nix. Wir kriegen ein bisschen Erfahrungspunkte. Naja, auch nicht schlecht. Ja, dann gehen wir mal, weil ich habe... Das letzte Mal sind wir nicht hier stehen geblieben. Ich habe mich teleportiert, damit ich ein bisschen schneller hier hinkomme. Damit wir uns den Weg ein bisschen ersparen. Und da vorne steht sie, Emily Wong, und der überbringen wir mal dann das, was wir haben. Guten Tag. Man erzählt sich von ihren Aktivitäten. Glückwunsch, dass sie Fist ausschalten konnten. Ich bin mir sicher, dass er tief in etwas hier verstrickt war. Haben Sie in seinem Büro etwas gefunden, das mir helfen könnte? Ja, wie wäre es denn hiermit? Diese OSDs könnten ein paar Informationen für Sie enthalten. Sie haben Fist-Dateien? Das könnte noch interessanter sein, als ich hoffte. Hier, bitte, Commander, für Ihre Mühen. Okay, noch mehr. Ah, wir können noch ein bisschen mehr verhandeln. Oder wir können einfach gehen. Ich weise Sie mal freundlich darauf hin, dass wir noch mehr haben wollen. Wenn das ist, was er das meint, vielleicht gibt es auch noch mehr, was wir finden können. Ich weiß es nicht. Was wäre Ihnen eine zukünftige Zusammenarbeit wert? Zum Beispiel ein Interview nach meiner Untersuchung. Ein Exklusivinterview? Sie werden zuerst allein mit mir sprechen? Das sollte einiges wert sein. Darauf gebe ich gerne einen Vorschuss. Hier, bitte. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss jetzt diese Disks überprüfen. Aha, wir sind ein Verhandlungsgenie. Und haben somit schon einen weiteren Deal abgeschlossen, der uns noch mehr Knete einbringt. Sehr schön. So, dann haben wir, glaube ich, alles Nebenmission-Relevante, was wir jetzt hier so haben, erledigt. Und ja, würde ich sagen, machen wir uns mal wieder auf den Weg zum Citadel-Turm, damit wir vielleicht die Citadel endlich mal hinter uns lassen können und in die Weiten der Galaxis aufbrechen können. Und da werde ich auch mich hin teleportieren oder hinfahren, weil es ist mir ein bisschen zu weit von hier aus. Los geht's. Und da sind wir auch schon im Citadel-Turm angekommen. Sehr schön. Was hat denn die Ashley sozusagen? Was ist das? Kirschbäume? Ja, schön, oder? Ich wette, diese Stufen sind nicht nur Show. Wenn dieser Ort jemals angegriffen wird, stellen sie gute Defensivstellungen dar. Wir haben versucht, organische Umgebungen für unsere Flottille zu gestalten. Aber wir haben einfach nicht genug Platz für etwas so Großes. Tja, die Citadel anscheinend schon. Hier ist immer noch der Admiral Kahoku, der immer noch, glaube ich, am Telefonieren ist. Commander? Ja, aber ich meine, dass man irgendwie noch eine Nebenmission mit dem machen kann. Naja, wir können ja, wir haben ja später, wenn wir die Weiten des Universums erkunden können, immer noch die Möglichkeit, immer wieder zur Citadel zurückzugehen. Vielleicht werde ich das dann ab und zu mal machen, damit wir, ja, vielleicht noch irgendwas finden. Aber jetzt wartet erstmal hier unser Captain Anderson auf uns und mit dem sprechen wir jetzt direkt. Na los, Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen,
um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Okay, und wer ist das jetzt schon wieder? Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Okay, die Reaper. Das klingt nach einer sehr großen Bedrohung. Und Saren, ja, hätte ich jetzt auch getippt, dass Saren wahrscheinlich vorhat, sie zurückzubringen. Die Geth glauben, Reaper sind Götter. Und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Nicht wirklich. Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Naja, aber irgendwo muss diese Vermutung und diese Legende um die Reaper ja herkommen. Also, ne? Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Wie die sich das immer alles gerade biegen wollen. Die verschleiern die Wahrheit vor ihren Augen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass es sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Super. Sie sind sich also einig, dass Saren nur Übles mit sich bringt, wollen aber nichts dagegen unternehmen. Das ist toll. Ja, an wem bleibt es dann mal wieder hängen? An uns. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Und wer gibt dir das Recht, darüber zu entscheiden? Penner. Sie müssen keine Flotte in die Traverse schicken und der Botschafter kriegt seinen menschlichen Spectre. Alle sind glücklich. Commander Shepard, vortreten. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen.
Sie sind der erste menschliche Spectre, Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Tja, wir sind halt special. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Ich dachte, das sind wir als Spectre sowieso. Also nochmal zur Erinnerung, Spectre ist eine... ist quasi der ranghöchste Soldat, der man sein kann, weil die alles dürfen. Sie dürfen immer auf eigene Faust handeln und dürfen auch töten, wenn es wenn sie es für richtig halten. Aber es gibt halt dann auch so Leute wie Saren, die es ausnutzen. Aber mal gucken, vielleicht hat er noch irgendwelche Hinweise für uns, damit unsere Suche nicht allzu schwer wird. Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Wir werden alle relevanten Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Citadel-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Tja, so ist er halt. Er muss an vieles denken. Los! Bin direkt hinter Ihnen, Commander. Yeah, und wir sind in Spectre. Spectre-Bonus. Spectre-Training und Schmeicheln, Einschüchtern-Talente freigeschaltet. Ja, diese Schmeicheln, Einschüchtern-Talente, die helfen uns auch sehr gut weiter bei manchen Missionen, weil es gibt tatsächlich manche Missionen, wo man sie beenden kann, ohne Gewalt anzuwenden, sondern nur dadurch, dass wir halt sie uns einschleimen oder sie bedrohen oder so weiter. So, wir haben ein paar Punkte und wir haben da unten jetzt Spectre-Training freigeschaltet. Das bedeutet, die Spectres, die Elite-Agenten des Rats, haben Zugang zu einer Spezialausbildung, die sonst nirgends in der Galaxis angeboten wird. Verbessert Gesundheit, Präzision und die Effizienz aller Angriffe und Kräfte, verleiht die Fertigkeit Einigkeit. Ja, und da würde ich sagen, tun wir auch unsere zwei Punkte direkt mal drauf. Zusätzlich zu dem Soldat, was ja unsere Gesundheit verbessert, haben wir jetzt halt auch das Spectre-Training. Das heißt, wir werden immer stärker und mächtiger. So, die haben wir auch noch ein paar. Dann kriege ich die auf Kampfpanzerung und Sturmangriff. So, damit es so relativ immer gleich ist. Und die hat Erste Hilfe. Da packen wir dann mal welche drauf. Ich hätte jetzt auch hier einen drauf machen können. Aber egal, wir kriegen ja noch oft genug einen Anstieg, Aufstieg, was auch immer. So, was haben wir denn jetzt? Mit dem Botschafter sprechen. Der Botschafter wird Ihnen ein Schiff und eine Crew stellen. Treffen Sie sich mit ihm in der Andockbucht der Allianz. Dorthin gelangen Sie über den zentralen Fahrstuhl der C-Sicherheitsakademie. Ja, stimmt, da waren wir auch schon. Gut, das machen wir als nächstes. Ich glaube, da laufen wir aber hin, weil ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir dann irgendeiner Nebenmission über den Weg laufen oder sonst was. Wie zum Beispiel versuche ich es jetzt ein letztes Mal bei dem Admiral Kahoku, der da unten steht und telefoniert, weil ich echt in Erinnerung habe, dass der irgendwas von uns will. Vielleicht vertue ich mich aber auch. Nein. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer neuen Position als erster menschlicher Spectre-Commander. Sie werden Ihre Sache ganz sicher gut machen. Vielen Dank. Ja, und es war jetzt ein bisschen unklug, den anzusprechen, weil ich gerade gemerkt habe, dass die Zeit zu Ende ist. Was er jetzt tatsächlich von uns will, also ich hatte es doch nicht falsch in Erinnerung, ich bin so gut, finden wir dann einmal erst im nächsten Part raus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder und dann gucken wir, was der nette Herr hier von uns will. Also bis dann. Ciao.